Post in Ihrem E-Mail-Eingang. Willkommen zurück. So, wir bekommen mehrere Sachen sogar auf der Tempest zu erledigen. Das machen wir vorher, bevor wir das ins Gewölbe gehen. Einmal Terminal, neue E-Mails. Einmal hier, Sie hatten recht, von Mildred Womsis. Sie erinnern sich vermutlich nicht an mich, aber ich habe sie auf der Nexus aufgehalten und in die Ohren wegen der Angare auf unserer Station wundgeredet. Sie sagten mir, ich soll sie kennenlernen, also habe ich das versucht. Und nun ja, sie scheinen wirklich rücksichtsvoll und vertrauenswürdig zu sein. Also machen Sie ruhig so weiter. Viel Glück. Botschaft an die Nexus. Von Direktor Jaruntan. Ryder, ich habe alle Botschaften der angaranischen Bevölkerung gelesen, die Sie weitergeleitet haben. Es ist ermutigend, dass uns schon in diesen Frühphasen des Kontakts einige von Ihnen unterstützen. Genauso klar ist allerdings, dass es viel Arbeit sein wird, auch den Rest für uns zu gewinnen. Aber ich bin zuversichtlich, dass Sie auf dem richtigen Weg sind. Ich wäre überrascht gewesen, wenn die Angara keine Skepsis geäußert hätten. Erstkontakt ist eine komplizierte Situation und wenn die Rollen verteilt wären und Sie bei uns vor der Tür stünden, wäre ich auch misstrauisch. Danke, dass Sie die Botschaften weitergeleitet haben. Sie liefern wertvolle Erkenntnisse für unsere Navigation in diesen trügerischen Gewässern. Direktor Than. Können wir reden vor der Kamera? Hallo Ryder, man hört ja so einiges. Eine Gartenwelt, eine brandneue Spezies. Wenn Sie dazu offiziell etwas sagen dürfen, wissen Sie ja, wo Sie mich finden. Carrie. Hallo Pathfinder, ich benötige Ihre Hilfe bei einer großen Sache. Ich kann an dieser Stelle nicht sagen, worum es sich handelt und der Grund dafür wird Ihnen nicht gefallen, aber ich kann alles erklären. Kommen Sie bitte zu mir. Costa. Dann erstmal zum Kinoabend. Ich habe die Pflanze gefunden, um die Sie mich gebeten hatten. Fantastisch! Ich werde das Rezept sofort ausprobieren, sobald ich frei habe. Ich habe auch schon ein paar Ideen, wie ich es ein bisschen aufpeppen kann. Und ich werde Mr. Ich mag keine Filmabende hier weiter bearbeiten, damit er auch hinkommt. Ich mag Filmabende. Ich find's nur unangenehm, dass Gil mich immer so finster anstarrt. Ryder. Ich sollte mich wieder an die... Aber na... Gut, also mit ihr erstmal sonst kein weiteres Gesprächsthema. So, Kalo. Was kann ich für Sie tun? Ich muss echt sagen, irgendwas ist an der Tempest falsch gecodet oder sonstiges. Ich habe nirgendwo solche Probleme mit der FPS als hier, weil sie einfach irgendwie abstürzt, dann wieder hochschnellt und aus unerfindlichen Gründen. Das ist der Wahnsinn. Dann konzentrieren Sie. Und dieses Speichern direkt nach den Gesprächen ist auch etwas, was, glaube ich, ganz schön... Mach schon, denk nach. Denk nach. Ich brauche irgendwas. Mit wem reden Sie da? Ryder! Scheiße. Sie können sich doch nicht so anschleichen. Ich rede nur mit mir selbst. Sagen Sie nicht, Sie würden das nie tun. Gestresst, was? Ach, echt. Diese Sesshaftigkeit ist nichts für mich. Ich mag's nicht, wenn die Leute wissen, wo ich bin. Wo mein Zeug ist. Oh! Sie müssen sich entspannen. Ich bin ja selbst schon gestresst. Würde ich ja gerne. Wirklich. Wenn's mir zu Hause so ging, habe ich mir eine Schwerelosigkeitskammer gesucht. Oder ein Floatingbecken. Irgendwas, um abzuschalten. Das bräuchte ich jetzt auch. Wenn ich einen Vorschlag machen dürfte, in der Rettungskapsel lässt sich die Schwerkraft abschalten. Natürlich! Sam, du bist ein Genie! Das wird mich total verändern, Ryder. Sie werden schon sehen. Da drin ist Platz für zwei. Das wollte ich hören. Und... das war's dann. Augen zu. Entspannen. Einfach loslassen. Oh. Das ist großartig. Ryder? Ja. Ich wüsste noch was, um mich zu entspannen. Und was? Wollen wir rummachen? Mir ist egal, ob Sie noch was anderes am Laufen haben. Und ich kann schweigen. Wir haben einfach nur Spaß. Und lassen Dampf ab. Ohne Verpflichtungen. Ohne Bindungen. Da wir nicht vorhaben, eigentlich mit ihr komplett intim zu werden,
und mit Vetra noch nichts läuft, wenn wir ehrlich sind. Und ich das sehen will. Klingt nach Spaß. Gut. Genug geredet. Oh, Sie meinen, jetzt? Hier? Sie wissen schon, was genug geredet heißt, oder? Wow. Schweben direkt auf die... Autsch. Egal. Au. Au. Keine Bindungen. Okay. 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 Mauer des Schweigens. Das ist niemals passiert. Einsatzteam ist bereit für eine Mission. Fühlen Sie sich gut? Dann will ich Sie mal nicht... Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Für Sie habe ich immer Zeit. Mit ihr kommen so wenig Interaktionen. Das ärgert mich irgendwie ein bisschen. Sie haben bestimmt viel zu tun. Gerne. Sie wissen ja, wo Sie mich finden. Ich muss sagen, Phoebe ist ja nicht in Anführungszeichen schlecht. Cora genauso wenig. Aber ich glaube, Vetra... die ist so von ihrer Art... nicht schlecht. Gut, das wollte gerade sagen, das ist eine Tür zu neues Gespräch. Nein, natürlich nicht. Gut, dann mal nach unten. Schauen, was Techniker und Co. zu tun haben. Die Angara also die ganze Zeit gegen ihre eigenen Leute gekämpft. Scheiße. Ich frage mich, wie Jol damit fertig wird. Nicht gut. Hey, Ryder, was gibt? Hey, Kleiner. Frag mich gerade irgendwie eher, wo Phoebe abgeblieben ist. Und meinen Piecheck. Auch noch nicht gesehen. Sie sind wieder zurück? Auch nix. Gut, dann auf zu Liam. Kommen Sie. Sollte ich vielleicht etwas wissen? Hey, ich habe nur... Wie geht's Ihnen? Mir geht's super. Es ist nur... Ich hatte Ihnen doch gesagt, ich würde es vermasseln. Und das habe ich. Erinnern Sie sich an Verand? Mein Kontakt bei den Angara? Sie ist weg. Ihre gesamte Gruppe ist urplötzlich verschwunden. Also, wollen wir sie retten? Wenn nicht, könnten wir nämlich die Nächsten sein. Sie scheinen sich ziemlich sicher zu sein, dass das Ganze Ihre Schuld ist. Ich habe nur noch nicht gehört, warum. Weil ich Verand Daten und NAV-Punkte der Nexus gegeben habe. Wieso sollten Sie so etwas tun? Wir müssen wissen, wie wir hier überleben können. Ich habe es mit Fragen versucht und mit Stehlen. Niemand will Fremden helfen. Also habe ich die Initiative ergriffen. Ich habe ihr Daten und Tech gegeben, damit sie sie modifizieren kann. Verand war... Sie ist vertrauenswürdig. Aber wenn sie von Piraten verhört oder an die Cat verkauft wird, sind wir erledigt. Warum haben Sie nicht sofort alle gewarnt? Wenn Sie Ihre Infos haben, kennen Sie auch unsere Frequenzen. Wird die Nexus in Alarmbereitschaft versetzt, kriegen Sie es mit. Verands Leute sind tough. Sie hätten gekämpft, wenn sie eine Chance gesehen hätten. Aber aus irgendeinem Grund war es wohl nicht so. Das Risiko will ich nicht eingehen. Es ist schon schlimm genug, dass ich Sie damit reinziehe. Wie gesagt, ich hab's vermasselt.
Wir klären die Sache, bevor sie zu einem Problem wird. Sie ist bereits ein Problem. Ein Händler hat mir eine Spur geliefert. Eine körnige Aufnahme. Wenn wir das System finden, finden wir auch die bösen Jungs. Außerdem habe ich Bradley um Leute gebeten, die uns dabei helfen, sie abzufangen. Ich dachte mir, sie würden vielleicht einsteigen wollen. Wie sollte uns ein Haufen Siedler helfen können? Dasselbe hat er auch gesagt. Wir sind also auf uns gestellt. Ich schicke die Aufnahme zur Brücke, damit sie vorliegt, wenn sie auf die Jagd gehen wollen. Und sorry. Ich kann es kaum erwarten, das Versteck dieser Piraten aufzuspüren, um Varant und die verdammten Daten zu finden, die ich ihr überlassen habe. Reden wir später. Okay, müssen wir also eine kleine Rettungsaktion starten. Das ist, glaube ich, sogar gerade wichtiger als Eier das Gewölbe. Gibt es über diese Anlage auf Bold viel zu sagen? Ja, schon. Aber vielleicht nicht jetzt. Ich verstehe. Gefragt ist sinnloses Geplauder über nichts. Kommt sofort. Für Sie habe ich immer Zeit. Bis später. Ich wünsche. Ruheinfo. Abendessen heute 0-Eintrag. Tut mir leid, Leute. Ich habe vergessen, dass wir uns abwechseln und die Hälfte der Ration ist noch nicht ausgepackt. Kato. Kein Ding, Kato. In der Küche stehen Suppen, Rechtsdrehen und Linksdrehen für mich und Obstsalat Vedra. Und wir wären beinahe ohne sie gestartet. Kato. Ja, was würden wir nicht ohne die Vedra machen? So, den Piecheck habe ich also wirklich nicht gefunden. Bitte sag mir, dass er noch lebt. So viel besser. Von Pibi, die Entspannte. Normalerweise schreibe ich so etwas nicht auf und wenn doch, dann versende ich es sicher nicht und gebe damit die Kontrolle darüber aus der Hand. Aber irgendwie will ich, dass das hier für die Nachwelt erhalten bleibt. Was wir getan haben, so zu schweben, herauszufinden, wie das geht und dann herauszufinden, wie wir uns gegenseitig in den Wahnsinn treiben können, das war super. Sie haben mich entspannt und belebt gleichzeitig. Hallo Ryder. Da hat sich mal jemand bedankt. Auch nicht verkehrt. Gut, dann, er meinte die Aufzeichnung zur Brücke 8, da ist er ja wieder. Hi, ich wollte nur mal vorbeischauen. Alles klar, was gibt's? Ich habe in letzter Zeit ständig Tagträume, die sich um die Schwerelosigkeit drehen. Ich auch. Wollen wir uns ein ruhiges Plätzchen suchen und den Traum wahr werden lassen? Why not? Da machen wir einfach im nächsten Part weiter und genießen jetzt die Abschlussszene. Unbedingt. Wir haben echt viel Spaß, hm? Aber jetzt zurück zur Tagesordnung, Pathfinder.